Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Undertale. Wir spielen heute ein bisschen wieder weiter. Wir haben uns jetzt hier in diese, ja, ich weiß nicht, es ist eine neue Welt, aber wir sind aus dem Dungeon auf alle Fälle raus und werden da ein bisschen weiterspielen. Hier bei dem Save Point, da haben wir das letzte Mal gespeichert. Und ja, das werden wir jetzt einfach noch überspeichern, weil warum nicht? Und ja, schauen wir mal, wo es uns jetzt lang führen wird. Hier ist ein Schild, das lesen wir natürlich mal durch. Und das ist eine Kiste. Das ist gut. Und wir können Items reinlegen oder Items rausnehmen. Und die gleiche Box wird später erscheinen. So müssen wir nicht aufpassen, wenn wir zurückkommen. Ah, das heißt, das ist eine Art Storage. Ein Box, viele Grüße, ein Kistenliebhaber. Okay, das ist sozusagen eine Kiste und da kann ich meine Sachen reinlegen und da bekomme ich dann später mein Zeug wieder, sehe ich das richtig? Aber wir haben noch Inventar frei, das heißt, ich will jetzt eigentlich nichts reinlegen. Aber da sind Handschuhe drin, Tough Gloves. Und das lege ich mal rüber. Dann kann ich das irgendwie ausrüsten. Mal schauen. Info. Tough Glove, Weapon, Attacke 5, Pink Leder Handschuhe für 5-fingerige Personen. Okay, das klingt so, als sollten wir es ausrüsten, weil es ist pink. Und jetzt haben wir es ausgerüstet. Cool, also da haben wir eine Kiste und da war gleich mal was drin. Gucken wir nochmal rein, jetzt ist sie leer. Und jetzt... Wie viel hat das Spielzeugmesser ausgemacht? Nee. Gott, ich bin mit der Steuerung immer noch. Hier ist ein bisschen ungewöhnlich. Weapon 3. Okay. Also die brauchen wir nicht unbedingt, deshalb lege ich die da jetzt rein. Dann ist sie da drin und wir haben mehr Platz im Inventar. So, jetzt die große Frage, gehen wir hoch? Au! Ich werde angegriffen. Snowdrake, Drake. Drachen? Nicht eigentlich, nicht wirklich. Wir können immer noch. Mir wurde gesagt in den Kommentaren, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, alle Gegner kaputt zu schlagen. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat es später irgendeine Auswirkung. Ich habe aber teilweise doch versucht, mit denen zu interagieren und das hat nicht so ganz funktioniert. Wir können es einfach mal ausprobieren. Also hier einfach mal Herzen mit dem Snowdrake und wir könnten mit ihm lachen. Wir lachen mit ihm. Und wir haben... Wir haben jetzt gelacht, bevor er irgendwas Lustiges gesagt hat. Das fand er nicht so toll. Und fragt auch sofort, warum lachst du? So, und ich muss jetzt hier ausweichen. Und Snowdrake hatte jetzt verstanden, dass es sein eigener Name, dass sein Name einen... Ja, na egal. So, komm. Okay, dann probieren wir mal einen Witz zu machen. Wir haben einen schlechten... Eispan. Ich weiß nicht, was ein Eispan ist. Nice try. Okay, findet er auch nicht so toll. Und jetzt müssen wir wieder ausweichen. Voll reingelaufen in diese hässliche Spur. Okay, und er dreht durch, weil er versteht, dass sein Name komisch ist. Dann überprüfen wir ihn einfach mal. Der macht 6 Angriff, 2 Defensiv und dieses Kind, Comedian fights to keep a captive audience. Dieser... Ah, der ist ein Comedian und möchte gute Zuschauer haben, oder wie? Ice to meet you. Ah, jetzt verstehe ich das System. Ice to meet you. Also ein Wortwitz sozusagen. Nice to meet you. Und jetzt können wir lachen, weil das war voll lustig. Aha. Sie? Lach. Vater war falsch, weil wir jetzt weil er jetzt endlich Zuschauer hat und die es lustig finden. Und er ist jetzt sehr glücklich darüber, dass er einen sehr coolen Witz gemacht hat. Ja, und jetzt? Jetzt wollte ich ihn aus Versehen angreifen. Und seine Lieblings-Eis-Cerealien sind, habe ich nicht mehr lesen können. Okay. Und weiß ich nicht. Soll ich jetzt nochmal einen lustigen Witz erstellen? Wir haben einen schlechten Eiswitz gemacht. Und den kennt er schon. Also das... Angreifen ist leichter, ehrlich. Heckle. Was heißt Heckle genau? Muss ich mal ganz schnell nachschauen. Dass ich es...
Tackle. Tackle heißt dazwischen rufen. Ja, komm, rufen wir mal dazwischen. Wir haben den Snowdrake ausgebuht. Das findet er da, glaube ich, nicht so toll. Okay. Also ich habe so den Eindruck, so kommen wir nicht weiter. Deshalb greife ich ihn jetzt an, weil das ist irgendwie sehr witzlos. Chill out. Wir können ihn gar nicht besiegen. Sehe ich das richtig? Ich habe ihn doch gerade angegriffen, aber er hat irgendwie keinen Schaden genommen. Warum denn nicht? Snowdrake nochmal. Zack. Press Z. Was ist Z? Ich habe doch nicht so viele Tasten. Au. Hilfe. Okay. Was soll ich tun? Okay, dann agieren wir nochmal. Wir lachen nochmal. Ah, okay. Er findet es nochmal toll. Wir sind alle so toll. Wir sind ganz tolle Zuschauer. Kann ich den tatsächlich nur besiegen? Dann lachen wir nochmal. Wir sind alle ganz toll. Aber es bringt uns nichts. Okay. Was haben wir für Items? Candy Sticks, Spider-Dinger. Mercy, also um Gnade bitten. Okay, und jetzt hat er uns quasi laufen lassen, weil wir glücklich waren. Ich habe keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Wir haben jetzt keine XP bekommen, weil wir ihn nicht besiegt haben, aber 12 Gold. So, gut. Jetzt gehen wir nach oben. Ist ja schrecklich. Und da ist eine Angel. Guck mal, jetzt können wir angeln. Eine Angel, die am Boden fixiert ist. Und sollen wir sie mal benutzen? Ja, natürlich benutzen wir. Und alles, was am Ende von dieser Angel ist, ist ein Foto von einem komisch aussehenden Monster. Toll. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Und ja, wir rufen besser nicht an. Da bin ich auch absolut dafür. Jetzt haben wir die Leine wieder nach außen, wieder rausgeworfen. Ja? Ja, nochmal ranziehen. Und wir kriegen schon wieder dieses von. Okay, da tut sich nichts. Das ist, sonst ist hier nichts. Nur diese komische Angel. Okay, dann gehen wir mal weiter. Das sieht komisch aus. Nein. So. So wie ich gesagt habe über Undyne. Ja, jetzt gucken sie. Ich kann nichts machen. Was zur Hölle machen die? Hilfe! Sans, oh mein Gott, ist das ein Mensch? Ja, da ist ein Stein, da liegt ein Stein. Tatsächlich, denke ich, das ist ein Stein. Oh. Hey, was ist vor dem Stein? Oh mein Gott, es ist ein Mensch, es ist dieser Mensch. Jana, ja natürlich. Oh mein Gott, Sans. Ich hab's geschafft und ich werde so berühmt. Mensch, you shall not pass this area. You cannot pass. Er hat ein bisschen was von Herr der Ringe. Du kannst hier nicht durch und der große Papyrus wird dich stoppen und I will then capture you. Ich werde dich dann einnehmen. Und du wirst zur Hauptstadt ausgeliefert werden. Dann. Und ich bin mir nicht sicher, was danach kommt. Auf jeden Fall. Mach weiter. Nur, wenn du... Derst, wenn du dich fürchtest. Was? Der? Schuh von der? Pflicht oder Wahrheit? Wenn du die Wahrheit willst? Was? Wie? Ich will... Ja, so. Nun... Das ist alles schön. Don't sweat it, kid. Mach dir nichts draus. Ich werde ein Eye Socket, eine Augenhöhle auf dich werfen. Ja, ist ja natürlich ein Skelett, deshalb wird er kein Auge auf uns werfen, sondern nur eine Augenhöhle.
Okay, und jetzt schaue ich mir den Stein an, der jetzt nicht mehr da ist. Das ist interessant. Okay. Wie verwirrend. So, was haben wir denn da schön? Ist das eine Hütte? Und ich werde wieder angegriffen von einem Ice Cap. Und, ja, der stellt sich bei uns in die Sicht. Schauen wir mal, was wir mit dem machen können. Erstmal... Nein, nicht... Ich wollte eigentlich checken, aber okay. Und wir haben es geschafft. Ja, unsere Augen von ihm zu nehmen. Und, er sieht sehr gelangweilt aus. Was machst du? Sagt er uns. What the? Was machst du? Die viel bessere Frage. What the? Okay, und er überprüft, ob wir auf seinen Hut schauen. Mhm, okay. Dann machen wir das nochmal und machen ihn... Wir können ihn bestehlen oder ein Kompliment machen. Wir könnten ihm mal ein Kompliment machen. Und wir informieren den Ice Cap, diese Eismütze, Eishut, dass er einen ganz tollen Hut hat. Und mein Hut ist viel zu laut für ihn. Irgendwie raff ich dieses... Aua! Okay. Dann wir können es auch mal klauen. Wir versuchen, den Hut zu klauen. Aber es ist noch nicht genug geschwächt. Und jetzt... Er wusste es! Diebe! Ja, das ist ein komisches... Interessantes Kampfsystem, aber eigenartig. Okay, also er ist noch nicht genug geschwächt. Dann, bekämpfen wir ihn mal. Press Z, ja, was ist Z? Das muss ich jetzt ausprobieren. Irgendwie funktioniert die Waffe, die wir da gefunden haben, anders. Ich drücke jetzt einfach mal dann gleich alle Tasten, die wir haben. Greife nochmal an. Z. Ah, okay, ich muss nochmal... X, also das auf dem Controller ist es natürlich X. What the hell? Okay. Okay, dann sollten wir es nochmal schaffen. Noch mal ein bisschen Schaden gemacht. Und er hat seinen Hut geliebt, ja. Und meine Güte, ist das verplant. So, einmal sollten wir ihn nochmal hauen können. Ich muss hier echt zweimal drücken. Das hätte man mir ein bisschen früher sagen müssen. Okay, es wurde ja angezeigt. Ja. Ich weiß. So, und jetzt probieren wir das nochmal. Jetzt klauen wir nochmal seinen Hut. Steal. So, und wir haben ihn versucht zu klauen. Und jetzt ist er irgendwie ein Eisklotz geworden. Wir sind erfolgreich gewesen. Er ist in unserer Hand geschmolzen. Ah, und jetzt ist er nur noch ein Eisklotz. Und, ja, es gibt ihn nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch Eis. Okay. Und diesem Eis können wir jetzt ein Kompliment machen. Und er sieht immer noch toll aus. Und er mag auch sein Haar. Und, stört ihn nicht. Ja, toll. Und jetzt? Checken wir es nochmal. Ein Attack macht er noch. Oh, ja, ohne jetzt seine Mütze. Kann ich ihn immer noch beeindrucken? Irgendwie mag ich den nicht. Den hau ich jetzt tot. So. Zack. Tot. Wow. Und jetzt haben wir 25 XP bekommen, 40 Gold. Und wir haben unsere Love increased. Sehr schön. Also irgendwie ist Bekämpfen aber leichter, gell? So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, da gibt's eine Narration, eine Anmerkung auf diesem Häuschen. You observed a well-crafted sentry station. Du verdienst die, ja, das ist dieses hoch, ganz toll gecraftete, hergestellte Sentry Station. Ich weiß nicht, was Sentry Station heißt. Who could have built this? Wer hatte das nur bauen können? Und ich wette, dass es sehr bekannt, ein sehr bekannter königlicher oder adeliger Guardman war. Und, naja, nicht so wirklich ein ganz... Ja, toll, jetzt machen wir das nochmal. Also da steht einfach nur ein Zettel dran und das bringt uns gar nichts. Das ist natürlich auch toll. Ja, komm weg. Und weiter geht's. So, ein neues Schild, hurra. Das bewegt sich absolut nicht, ja? Das bewegt sich nicht, das Schild steht drauf. Das finde ich ganz gut. Und da ist eine nächste Hütte mit einer Klingel drauf. Und da ist ein Hund drin. Ah. Ach, ich soll mich nicht bewegen. Er sagt mir das doch. Hat sich irgendwas bewegt? Oder war es meine Einbildung? Ich kann
nur sich bewegende Dinge sehen. Falls sich irgendwas bewegt hat, zum Beispiel ein Mensch, dann stelle ich sicher, dass es sich nie wieder bewegen wird. Klasse. Doggo blocks the way, also wir kommen jetzt nicht an ihm vorbei. Was können wir denn mit ihm machen? Oh, wir können ihn herzen. Oh, das ist... findet aber unsere Bewegungen so toll. Don't move, Kaipel. Ja, bewegt sich keinen Zentimeter. What the? Okay. Also erstmal sollte ich mich heilen. Mit dem Butterpie. Sehr gut. Ja. Ah, okay. Prima. Also wenn ich mein Herz nicht bewege, jetzt habe ich es verstanden. Das war jetzt so ein bisschen meine Befürchtung, meine Vermutung, dass er mich nicht treffen kann, wenn ich mein Herz nicht bewege. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich machen, was ich will. Aber ich kann auch nicht so wirklich was. Was würde er denn machen? 6 Schaden, 1 Defense und ist leicht zu begeistern durch Bewegungen, also wie Hunde halt sind. Und seine Hobbys sind unter anderem Eichhörnchen, ja, die bewegen. Naja, gut. Und das macht mir jetzt überhaupt nichts mehr. Weil er kann mir keinen Schaden machen, wenn ich mein Herz nicht bewege. Das finde ich cool. Aber ich kann ihn jetzt auch nicht irgendwie beeindrucken. Hörst du ihn? Ich könnte ihn jetzt bekämpfen. Ich weiß nicht, also irgendwie. Kann ich ihn ja relativ locker kaputt machen. Und er macht mir ja keinen Schaden. So gesehen mache ich ihn jetzt einfach platt. So. Oh, das war ein bisschen sehr schwach. Außerdem habe ich nicht gedrückt. Aber ist egal, weil der trifft mich nicht. Verdammt, ich vergesse gerade immer das zweite Mal zu drücken. Das ist sehr ungünstig. Vielleicht sollte ich dieses Spiel nicht so spät spielen. So. Perfekt. Irgendwie will ich ihn aber kaputt machen, weil der sieht so aus, als gibt er sehr viel XP. Ja, werde ich mich jetzt bewegen? Nein. Ja, das Kampf... Ich weiß nicht, das ist so ein simples Kampfsystem, aber es ist sehr, sehr, sehr lustig. Weil man... Weiß nicht, das Spiel zeigt irgendwie so, man kann so viel daraus machen. Irgendwie beeindruckend. Ja, und da bellt er ganz leise. Und noch einmal. Sollte dann doch reichen. Genau, jetzt ist er kaputt. Wir haben gewonnen. Ah, 30 XP und 30 Gold verdient. Sehr gut. Also der Hund ist weg. Und jetzt können wir klingeln. Hört ihr es? Ist das nicht schön? Naja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Sonst kann ich hier nichts machen. Okay. Da ist ein Hundeknochen. Aha. Jemand hat hier Hundeknochen geraucht? Okay. Gut, gehen wir weiter. Und da ist wieder unser knochiger Freund. Mit dem reden wir natürlich mal. Hey, da ist noch etwas Wichtiges, woran du dich erinnern musst. Woran ich dich erinnern möchte. Mein Bruder hat eine sehr spezielle Attacke. Wenn du eine blaue Attacke siehst, beweg dich nicht. Und das sagst du mir jetzt. Das habe ich schon rausgefunden. Also wenn wir eine blaue Attacke sehen, dann sollen wir uns nicht bewegen und dann tut es uns nicht weh. Und hier ist ein ganz einfacher Weg, um das sich zu merken. Stell dir ein Stoppschild vor und wenn du ein Stoppschild siehst, bleibst du stehen, richtig? Und Stoppschilder sind rot und so stell dir ein blaues Stoppschild stattdessen vor. What? Einfach, gell? Während wir kämpfen, denk an blaue Stoppschilder. Gut, dass blaue Stoppschilder gelb markiert ist. Meine Güte, ist das Spiel kompliziert. Okay, aber das haben... Wow! Lol! Das ist eine Eisfläche. Und auf dieser Eisfläche kann ich nicht stehen bleiben. So, und da ist wieder der kleine Hund. Oh, guck mal, wir können ihn ganz auf unterschiedlichste Arten und Weisen streicheln.
Oh, wir haben unsere Hand gehoben und der Hund ist glücklich drüber. Pant, pant. Kommt irgendwas Blaues? Oh, guck mal. Hey, au! Böser Hund. Lustig. Dann machen wir mal das nächste. Das ist unten in der Ecke. Ja, wir berühren den Hund ganz leicht und er ist schon so richtig überexcited. Mhm. Pant, pant. Ah, blau. Ah! What the? Wie soll ich denn dem ausweichen? Okay. Dann machen wir dieses Mal das da. Und wir petten nochmal den Hund und er hebt seinen Kopf und ja, um die Hand zu berühren. Pant, pant. Ah, geh weg, geh weg. Ach, dämlich Hund. Das ist lustig. So. Ja, es war ein sehr guter Hund. Spannende Stimme. Ah! Gott. Okay, das geschafft. Und der Hund ist überstimuliert. Okay, dann können wir ihn ja noch... Haben wir die beiden schon? Ich bin mir nicht sicher. Oh, und seine... Wir machen schon wieder lustige Sachen mit ihm. Wow! Ich dachte, der springt immer gleich. Okay, und jetzt? Kann ich dann einfach hier sperren oder wie? Wenn er gut ist, dann komme ich raus. Habe ich das Kampfsystem richtig verstanden? Ich muss mich erst gut mit dem irgendwie verstehen und dann komme ich einfach raus. So interpretiere ich das jetzt mal. So, also das ist eine Eisfläche und sobald ich auf die Eisfläche gleite, kann ich nicht mehr stehen bleiben. Das heißt, ich vermute, ich muss zu dem Schild. Ja, genau. Wow. Komm, ich will zu dem Schild. Jetzt kann ich es lesen. Im Norden gibt's Eis, im Süden gibt's Eis und im Westen gibt's Eis. Das finde ich sehr schön, dass sie mir das draufschreiben. Im Osten ist das Snowding Town. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich in den Osten gehen. Ah, und da ist aber auch noch Eis. Okay. Also gehe ich erstmal nach Norden, weil da ist ja Eis. Und da ist ein Schneemann. Ach, guck mal. Ich habe so das Gefühl, dass es ja nicht gut ist. Hallo. Ich bin ein Schneemann. Ich möchte die Welt erkunden. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Frozen, oder? An den Disney-Film. Aber ich kann mich nicht bewegen. Könntest du bitte so freundlich sein, lieber Reisender, und ein Stück von mir mitnehmen und es ganz weit wegbringen? Ja, natürlich. Ich nehme deine Nase mit. Ja, viel Glück. Jetzt haben wir ein Schneemann-Teil. Aha. Snowman Peace. Info. Snowman Peace. Heilt 45 HP. Und wir sollen das bis zum Ende der Erde behalten, sozusagen. Ich glaube, das kommt in die Kiste. Und wie geht's mir? Mit ich meine ich das Stück von mir, das ich dir gegeben habe. Okay, wir haben jetzt ein Stück Schneemann. Das ist auch schön. Mal was Neues. Das kommt sowas von in die Kiste. Ich will jetzt die Nase nicht auffressen. Und wir gehen natürlich weiter. Und oh Gott, da sind die schon wieder. Ah, oh, du bist so langweilig. Du hast die ganze Zeit, ich weiß nicht, was Napling bedeutet. Und ich denke, das nennt man Schlafen. Verzeihung. Hoho, der Mensch kommt an. Und ja, um dich zu stoppen, hat mein Bruder und ich ein paar Puzzles erstellt. Und du wirst diesen herausfinden. Ruhe, shocking. Und for you see, das ist the invisible. Das, wie du siehst, ist das unsichtbar. Ein Elektro-Labyrinth. Und wenn du die Wände berührst von diesem Labyrinth, wird dieser Orb, den er da hinten wahrscheinlich in der Hand hat, wenn das der Orb ist, administer a hearty zap, dann wird er ja irgendwie irgendwas machen. So, sounds like fun, because die Anzahl von, also wie viel Spaß wir haben, ist eher gering, denkt er. Okay, und jetzt können wir losgehen. Okay.
What? Was haben wir getan? Und ich denke, der Mensch hat... Der Mensch sollte den Orb halten. Oh, okay. Ah, okay, also der Orb, der gibt... Okay, das merken wir uns. Den Weg merken wir uns. Also der Orb, der gibt uns einen Elektrostromschlag, wenn wir falsch gehen. Und jetzt hat er natürlich den Orb in der Hand gehabt. Okay, wir merken uns den Weg. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht sonderlich schwer. Unglaublich! Wir sind so eine Schlange, so eine Slippy. Ja. Und wir haben das so einfach gelöst. So zu einfach. Ja, du hast uns auch die Lösung gesagt. Wie auch immer, das nächste Puzzle wird nicht so einfach sein. Das ist von meinem Bruder Sans entwickelt oder entworfen. Und ja, du wirst damit dein. Ja, das wird schwer. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Geht weg und ich möchte das Rätsel haben. So, und jetzt rede ich mit dir. Hey, dankeschön. Mein Bruder sieht so aus, als hat er viel Spaß. Übrigens, did you see that weird outfit is? Hast du das komische Outfit angesehen, was er trägt? Wir haben das ein paar Wochen zuvor gemacht für eine Kostümparty. Und er hat seitdem nichts anderes mehr getragen. Und keeps calling it his... Und er nennt es die ganze Zeit his Kampfanzug. Kampfkörper? Mann. Ist er nicht toll. Geht so. Also sein Kampfanzug. So, und da haben wir einen Eisverkäufer. Da haben wir noch ein tolles Rätsel, wahrscheinlich. Mit dem rede ich mal. Und ich verstehe nichts, warum die sich hier nicht verkaufen. Ja, wahrscheinlich, weil es eine Eiswelt ist. Da gibt es genug Eis. Es ist das perfekte Wetter für etwas Kühles. Ja, das ist richtig. Oh, ein Kunde. Hallo, möchtest du ein bisschen Eiscreme essen? Es ist, es ist das gefrorene Treat. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie man das übersetzt. Das kommt wohl häufiger vor. Vergnügen. Genuss. Der gefrorene Genuss, das dein Herz erwärmt. Und für nur 15 Gold. Wir haben 104 Gold. Ja, komm, mach mal. Und hier hast du es. Ein super duper Tag. Und wir haben jetzt Nice Cream. Und was macht Ice Nice Cream? Und wie gesagt, nicht Ice Cream, sondern Nice Cream. Macht wahrscheinlich heilen, oder? 15 HP. Und anstatt eines Witzes, der... ja, sagt der Rapper, das Eingewickelte sagt dann was anderes. Rapper? So, da ist ein Stein. Da ist noch ein Stein. Sonst ist hier irgendwie nichts. Wir haben jetzt Eis gekauft. Nice Cream gekauft. Brücke und da ist irgendwie... Ich vermute, das ist ein Schneeball. Schau ich mir mal an. Es ist wirklich ein Schneeball und ich bin mir relativ sicher, dass wir das irgendwo unten reinbringen müssen. Hier ist übrigens wieder unser Freund. Da wird's wohl weitergehen. Nein! Nein! Jetzt ist der Eisball weg. Das hätte bestimmt hier reingemusst. Ist der jetzt wieder oben? Sehr gut, okay. Also wir machen das nochmal. Achso, ein Schneeball wird natürlich immer kleiner, gell? Aber der wird mit der Zeit kleiner. Boah, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Na, ja, das ist... Zack. Nein. Toll, jetzt sind wir wieder oben. Okay, jetzt mache ich das mal mit dem Digitalpad, um ein bisschen besser zu zielen. Na toll, jetzt liegt es oben auf dem Eis. Komm. Yes, wir haben es geschafft. Ein Golfplatz. Und jetzt? Light blue, ball is small. You waited still for this opportunity. Also, hellblau, ball ist small. Müssen wir uns das merken? Wir haben gewartet für diese Möglichkeit.
Und dann hat uns... Wir haben 4 Gold bekommen. Wir haben 4 Gold bekommen, ist okay. Da ist übrigens noch so ein Ding. Und es sieht aus wie ein Schneeball. Und es ist ein Snowdecahedron. Okay. Gut, jetzt können wir da unten lang gehen oder oben lang. Und ich würde sagen, wir schauen uns beim nächsten Mal hier weiter um. Haben jetzt hier eine Runde Minigolf gespielt. Fand ich lustig. Und, oh, jetzt ist die Fahne weg. Ah, wow. Wow. Das ist ein Loch. Ist jetzt oben wieder ein Schneeball? Okay, probieren wir das nochmal. Wer weiß, vielleicht kommt jetzt doch nochmal was anderes raus. Nein, 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 nein. Nein, nein. Sehr gut. Das ist schwer. Also einmal über das Eis gleiten. Okay, jetzt ist es pink. Purple! Even when you felt trapped, you took notes and achieved the end of ball. Wir haben nochmal 2 Gold bekommen. Warum ist es jetzt anders? Muss ich das verstehen? Ist jetzt wieder weg. Dann machen wir das nochmal. Und während ich den jetzt noch ein drittes Mal hier runter befördere, langsam lerne ich es ein bisschen. Oh, der war gut. Der Durchgang war gut. Jetzt ist es gelb. Okay. Gelb. Your surefire accuracy put an end to the mayhem of ball. Wir haben nochmal 3 Gold bekommen. Geht es jetzt immer so weiter oder hat das irgendeinen Sinn? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas will der mir sagen. Ich könnte natürlich auch mal oben mit dem reden. Aber das wäre ja langweilig, gell? Geh runter. So. Ein bisschen weiter runter. Darüber. Noch ein bisschen. Jetzt ist es wieder grün. Grün. Dann anlegen. Und Umsorge für den Ball. Hat uns einen köstlichen Erfolg beschert. Wir kriegen nochmal ein Gold. Hä? Okay. Somit vielen Dank fürs Zuschauen vom Minigolf-Simulator. Gelb. Hatten wir schon. Nochmal 3 Gold. Kann ich jetzt hier Gold farmen? Wie blöde? Ja, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen von Minigolf Simulator mit Eisbällen. Wir schauen uns beim nächsten Mal an, was wir hier eigentlich machen sollen. Was wahrscheinlich eine ganz gute Idee ist, einfach mal mit dem Typen da oben reden. Und dann werden wir schon sehen, was wir so machen können. Das ist wieder grün. Okay, tschüss.